Boateng schwärmt von Flick-Rede. Jerome Boateng hat in einem Interview mit der Bild von Trainer Hansi Flick geschwärmt und erklärt, warum der Coach für ihn eine so entscheidende Rolle spielt. Der Innenverteidiger erzählte von einem bewegenden Dialog mit dem Cheftrainer. Dieses Gespräch vor dem letzten Spiel der Hinrunde war sicher ein ganz entscheidender Moment und ein Grund, warum ich im Winter beim FC Bayern geblieben bin, sagte Boateng. Ihm sei klar geworden, dass er unter Flick eine faire Chance bekommen werde. Mehr wollte ich nie. Ich bin froh, dass ich das Vertrauen letztendlich auch zurückzahlen konnte. So habe er auch wieder die Wertschätzung gespürt, die er in seinen besten Jahren bei den Bayern genoss. Der Innenverteidiger war in der Hinrunde auf dem Platz teilweise kaum wiederzuerkennen. Unter Flick entwickelte er sich wieder zum Stammspieler und zur echten Stütze in der Defensive. Neymar trennt sich von Nike. Brasiliens Superstar Neymar und der US-Sportartikel-Gigant Nike beenden ihre Werbepartnerschaft nach 15 Jahren. Ein Konzernsprecher bestätigte die Trennung vom teuersten Spieler der Welt am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP, ohne Details zu nennen. Angeblich steht Neymar vor einer Zusammenarbeit mit dem deutschen Unternehmen Puma. Neymar war erst 13 und noch weit von einer Profikarriere entfernt, als er 2005 bei Nike unterschrieb. Löw bei Gosens fast zu spät dran. Joachim Löw wäre bei Nationalmannschaftsneuling Robin Gosens fast zu spät gekommen. Einige Tage zuvor hatte sich bereits Ronald Koeman, der damals noch die niederländische Auswahl betreute, bei mir gemeldet, berichtete Gosens in der Bild am Sonntag. Er hat mir zu meiner Saison gratuliert und mich gefragt, ob er mich von seiner Nationalmannschaft überzeugen kann. Gosens, dessen Vater Niederländer ist, sagte aber ab. Für mich war es einfach eine Entscheidung des Herzens, zu welchem Land ich mich mehr hingezogen fühle. Und das ist Deutschland. Schließlich bin ich hier aufgewachsen und meine Bindungen sind einfach stärker, sagte der Shootingstar. Löw hatte den Außenverteidiger bereits für die Länderspiele gegen Spanien und Italien im März nominieren wollen, die wegen Corona aber abgesagt werden mussten.